Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sitzung über Ökonomie. Wir haben ganz hochrangige Referenten heute und da will ich auch gar nicht lange rumreden, sondern gleich dem Ersten das Wort überreichen, der die Komplexität aus der Sicht des Praktikers, des Intensiv- und Notfallmediziners darstellen wird. Und wer ist da besser geeignet zu als Reimer Riessen aus Tübingen? Deswegen übergebe ich jetzt gleich das Wort an Herrn Riessen, bitte um Ihren Vortrag. Werte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich diese Sitzung zum Thema Strukturen und Finanzierung der Intensiv- und Notfallmedizin mit der Frage, wohin soll es gehen, aus der Sicht eines Mediziners beginnen darf. In letzter Zeit gab es sehr viele Publikationen und Stellungnahmen zum Thema Krankenhausreform und Probleme in unserem Gesundheitssystem. Diese Probleme sind natürlich durch die Corona-Pandemie zum Teil noch verschärft worden. Ich möchte Ihnen einige dieser aus meiner Sicht zum Teil sehr bemerkenswerten Stellungnahmen vorstellen und anschließend eigene Konzepte vorstellen, die allerdings relativ deckungsgleich mit diesen gleich dargestellten Konzepten ausgefallen sind. Beginnen möchte ich mit einem Bericht des Bundesrechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags über die Prüfung der Krankenhausfinanzierung durch die gesetzliche Krankenversicherung. Es geht hier speziell auch um die Finanzierung von Investitionen. Und normalerweise ist der Bundesrechnungshof ja eher dafür bekannt, dass er die Verschwendung von Steuermitteln geißelt. Hier ist es anders, dass er eher berichtet, dass zu wenig Geld ausgegeben wird. Und er sieht deutliche Mängel in unserem Gesundheitswesen. Einer dieser Mängel ist, dass kaum eine auf die Zukunft ausgerichtete Planung vorhanden ist und dass die aktuellen Anpassungen der Krankenhauslandschaft weitgehend ungesteuert erfolgen. Es gibt keine effektive Steuerung von Investitionskosten durch die Länder, sodass eine Förderlücke von etwa jährlich 4 Milliarden Euro bei den Investitionen durch die Länder besteht. Es wird auch bemängelt, dass die Krankenhausträger häufig Investitionsentscheidungen aus unternehmerischen Gesichtspunkten fällen und nicht aus Versorgungsgesichtspunkten. Die Krankenhausstruktur sei nicht effizient, es gäbe zu viele Doppelstrukturen, zu wenig Spezialisierung und man beobachtet auch Mengenausweitungen. Und zu guter Letzt, es gäbe auch keine übergreifende Zielsetzung zwischen Bund und Ländern, wie diese Versorgungsstrukturen weiterentwickelt werden sollen. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, dass die Krankenhausplanung am medizinischen Bedarf der Bevölkerung ausgerichtet werden sollte. Es sollten regionale Analysen auf Überkapazitäten bzw. Doppelstrukturen und Unterversorgung erfolgen. Es sollte eine ausreichende Versorgungsdichte bei der Grund- und Akutversorgung gewährleistet werden. Aber es sollte auch die Möglichkeit bestehen, dass Versorgungskapazitäten bedarfsgerecht ab-, um- und neu gebaut werden. Dabei müssen demografische Entwicklungen sowie Effekte des medizinischen Fortschritts berücksichtigt werden. Zusätzlich sollte der GBA Qualitätsvorgaben geben. Zusätzlich ist von Bedeutung, dass für eine auskömmliche Finanzierung von Investitionen speziell der bedarfsnotwendigen Krankenhäuser gesorgt wird. Und dieser Investitionsbedarf sollte objektiv und einheitlich ermittelt werden, zum Beispiel durch das INEC. Und nicht zu guter Letzt sollten Bund und auch die gesetzlichen Krankenversicherungen anstelle der an sich zuständigen Länder auch Verantwortung bei der Investitionsfinanzierung übernehmen und dabei auch Mitsprachemöglichkeiten bei der Planung bekommen. Als zweites Papier möchte ich Ihnen ein Gutachten der Hans-Böckler-Stiftung vorstellen, das von dem Pflegewissenschaftler Professor Michael Simon aus Hannover erstellt wurde. Dies ist eine relativ grundsätzliche Kritik an dem DRG-System und er berichtet in dem ersten Teil seines Gutachtens, dass eben dieses DRG-System mit seinen Fallgruppen eine staatliche Gebührenordnung für Krankenhausleistungen darstellt, die jedes Jahr auf Grundlage der Ist-Kosten einer nicht repräsentativen Stichprobe von etwa 250 bis 300 Krankenhäusern kalkuliert wird und nicht die tatsächlichen Ist-Kosten darstellt. Letztlich ist die Aufgabe dieses Systems, ein definiertes, nach oben begrenztes Ausgabenvolumen durch gesetzliche Vorgaben umzuverteilen.
Dieses System mit den Fallgruppen sei in hohem Maße medizinisch inhomogen. Kostenmäßig vergleichbare, medizinisch aber völlig unterschiedliche Patientengruppen werden zusammengefasst. Und das macht es für bestimmte Krankenhäuser lukrativ, bestimmte wenig kostenaufwendige Patientengruppen zu selektieren und diese dann gezielt zu behandeln, um dann daraus auch einen gewissen Profit zu schlagen. Das DRG-System berücksichtigt bis vor kurzem weder den Pflegebedarf noch den Pflegeaufwand. Daher war die Versorgung überdurchschnittlich pflegeaufwendiger Patienten mit einem Verlustrisiko verbunden, während die Versorgung weniger pflegeaufwendiger Patienten zu Kostenüberdeckung führte, die als Gewinn dem Krankenhaus verblieben bzw. im Fall von Privatkliniken auch zum Beispiel in Aktionäre abgeführt werden konnten. Was waren die Auswirkungen des DRG-Systems in den letzten Jahrzehnten? Es gab letztlich deutlich weniger Krankenhausschließungen und Bettenabbau, als gedacht wird. Gerade Krankenhausschließungen waren häufig nur Krankenhausfusionen, sodass Standorte letztlich auch erhielten blieben. Es kam zu einer erheblichen Privatisierung von Krankenhäusern. Es kam zu einem erheblichen Personalabbau, vor allen Dingen im Bereich des Pflegedienstes und der Servicekräfte mit der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, speziell in diesen Bereichen. Und eine Verbesserung einer chronischen Unterbesetzung innerhalb des Fallpauschalensystems war ökonomisch unattraktiv und damit de facto unmöglich. Und letztlich gibt es viele Berichte auch, wie sich das Ganze negativ auf die Patientenversorgung ausgewirkt hat. Lösungsvorschläge von Professor Simon: An die Stelle von Fallpauschalen sollten Budgets treten, die auf Grundlage der Selbstkosten der Krankenhäuser und unter Beachtung von Vorgaben zur Strukturqualität gezahlt werden. Letztlich also eine Rückkehr zum sogenannten Selbstkostendeckungsprinzip, das vor der Einführung des DRG-Systems galt. Ja, als drittes Gutachten möchte ich Ihnen das Gutachten von Professor Jonas Schreyöck und seiner Kollegin Ricarda Milstein vorstellen. Professor Schreyöck ist ja der dritte Referent heute in der Sitzung, sodass ich hier nur ganz knapp auf wesentliche Thesen seines Papiers. Auch Professor Schreyöck sagt, dass die Notwendigkeit der Reform des Fallpauschalensystems mittlerweile weitgehend Konsens ist. Krankenhäuser müssen Strukturen aufrechterhalten, um jederzeit eine angemessene, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung bieten zu können. Dies wäre derzeit nicht ausreichend berücksichtigt. Die Anpassung der Preise an geografische und Strukturunterschiede trägt den oder sollte den unterschiedlichen Kostenstrukturen Rechnung tragen. Eine Verknüpfung mit Qualitätsvorgaben sollte sichern, dass Finanzmittel zielgerichtet eingesetzt werden, und er schlägt auch andere Vergütungssysteme vor, die zum Beispiel eine performanzorientierte Vergütung nach Budgets und Fallpauschalen beinhalten, die mehrere Zielvorgaben integrieren und somit auch zu einer höheren Kosteneffektivität des deutschen Krankenhauswesens beitragen könnten. In dieser Abbildung ist es dargestellt, wie eben so eine Krankenhausvergütung aus verschiedenen Anteilen zusammengesetzt werden können, also aus einem Budget, aus Fallpauschalen und letztlich noch Zuschläge für die erbrachte Qualität. Ja, auch der Marburger Bund hat sich geäußert zur Zukunft der Krankenhausversorgung aus ärztlicher Sicht, auch ein sehr lesenswertes Papier, wo ich nur einige Aspekte hier nennen möchte. Das Papier geht zum Teil noch auf andere Aspekte, auch ärztlichen Handels ein, aber es beschreibt auch den Reformbedarf im Bereich der Versorgungsstrukturen und Prozesse, dass Angebote im ländlichen Raum gebündelt werden sollten, Kooperationen und Vernetzung gefördert werden sollten. Auch der Marburger Bund sieht die Notwendigkeit einer Krankenhausplanung, wo der Versorgungsauftrag nach Versorgungsstufen festgelegt werden sollte, wo auch Struktur- und Personalvorgaben definiert werden sollte, die stationäre Notfallversorgung sichergestellt werden sollte, flächendeckende und vernetzte Versorgungsstrukturen gefördert werden sollten und die medizinische Kompetenzbündelung vorangebracht werden sollte. Bei der Krankenhausfinanzierung auch hier wieder die Sicht, dass die Vorhaltekosten als erlösunabhängige Vergütungskomponente gezahlt werden sollten und auch die Personalkostenfinanzierung sollte sich verändern. Schließlich auch wieder eine Stellungnahme zu den Krankenhausinvestitionen. Auch hier sollte eine Beteiligung des Bundes erfolgen, ähnlich wie es auch andere Gutachten. Zu guter Letzt ein ganz aktuelles Paper, was jetzt gerade Ende November herausgekommen ist, was auch noch die Lehren aus der Corona-Krise mit einbringt.
in diese Reformabsichten auch hier ganz renommierte Gesundheitsökonomen wie Boris Augurski, Reinhard Busse, dann der Vorsitzende des Sachverständigenrates Gesundheits Ferdinand Gerlach und eine renommierte Pflegewissenschaftlerin, Frau Gabriel. Ein Kapitel fasst es so zusammen, dass eben die Vergütung und die Finanzierung an Versorgungsaufträge gebunden sind und dass die Pandemie die Notwendigkeit einer Reform hin zu mehr Zentralisierung, Kooperation und Spezialisierung bestätigt. Auch diese Spezialisten sehen eine Notwendigkeit einer sektorenübergreifenden Bedarfsleistungs- und qualitätsorientierten Versorgungsstrukturplanung und halten es für notwendig, dass im DRG-System oder dass die Vorhaltekapazitäten finanziert werden müssen, dass es zu einer Reduktion des starken Mengen- und Leistungsbezugs im DRG-System. Eine Gruppe von Intensiv- und Notfallmedizinern, der auch ich angehörte, haben schon etwas vorher, und zwar vor einem Jahr, am 11. November 2019 online publiziert, ein Diskussionspapier für eine Reform der Krankenhausfinanzierung in Deutschland aus der Perspektive der Intensivmedizin vorgelegt. Dies wurde federführend von der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin unterstützt, aber es waren auch führende Vertreter der DIVI mit dabei. Ich möchte einfach hier nochmal unsere Sicht der Dinge schildern, die recht ähnlich aufgebaut ist. Wir sehen die Notwendigkeit einer Umstrukturierung der Kliniklandschaft im Rahmen einer kompetenten und entscheidungsbefugten Krankenhausplanung. Dabei sollten systemrelevante Allgemeinkrankenhäuser, die mit Notaufnahmen und Intensivmedizin an der Akut- und Notfallversorgung teilnehmen, und mit den dafür notwendigen Fachabteilungen ein breites Spektrum auch elektiver, komplexer Patienten interdisziplinär versorgen, Bestandteil der Daseinsfürsorge sein und so in der Krankenhausplanung eine bedarfsnotwendige Stellung zugewiesen bekommen. Dazu müssen kompetent zusammengesetzte und entscheidungsbefugte Gremien eingerichtet werden, die auf regionaler und überregionaler Ebene eine solche versorgungsorientierte Krankenhausplanung. Bei der Planung der Intensivversorgung sind die Kriterien des Notfallstufenkonzepts des Gemeinsamen Bundesausschusses für eine Basis, eine erweiterte oder eine umfassende intensivmedizinische Versorgung aufzugreifen und für jede der drei Versorgungsstufen sind jeweils angemessene Struktur- und Qualitätskriterien zu definieren. So eine mehrstufige Versorgung haben wir schon in einem früheren Papier zur Reform der medizinischen Notfallversorgung vorgeschlagen, etwas modifizierter Form dann auch jetzt vom GBA soweit verabschiedet wurde und sich derzeit auch hier in der Umsetzung befindet. Hier sind die Krankenhäuser in Deutschland mal auf einer Versorgungskarte aufgelistet, die grün gezeichnet als Notfallversorger eingestuft werden könnten und lila, die nicht der Notfallversorgung angehören. Und man sieht hier eine sehr unterschiedliche Verteilung, eine besonders hohe Dichte hier zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Und daher hat es nicht verwundert, dass speziell in diesen Gebieten, die sehr dicht versorgt sind, wo eine hohe Erreichbarkeit von Krankenhäusern ein gewisser Reformbedarf gesehen wird. Und hier gibt es ein sehr umfangreiches, fast 900-seitiges Gutachten, das von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben wurde, wo ein wirklich sehr bemerkenswertes Konzept wurde, das zum Ziel hat, die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser zu gewährleisten, eine qualitativ hochwertige patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ hochwertigen und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern. Das Ganze unter Berücksichtigung sozial tragbarer Pflegesätze und auch unter dem Aspekt einer gestuften, wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung durch die Krankenhäuser. Dieses Gutachten ist in verschiedene Teile aufgeteilt, wo zunächst der Status quo der stationären Versorgung erhoben wird, dann eine leistungsorientiert in die Krankenhausplanung eingebracht wird, eine Bedarfsanalyse, eine Bedarfsprognose, eine Qualitätsorientierung und auch der Planungsprozess schon relativ detailliert vorgeschlagen wird. Ein, wie ich finde, zukunftsweisendes Konzept, wo auch Stellungnahmen eingeholt wurden. Auch die DIVI hat mit einer Gruppe, der ich auch angehörte, hier eine Stellungnahme verfasst unter Leitung von Christian Weithaas und Herrn Markewitz. Und auf insgesamt 16 Seiten haben wir hier auch speziell auf die hier vorgestellten Aspekte auch mit der Notfall- und Intensivversorgung hingewiesen und dort auch entsprechendes dreistufiges Konzept vorgelegt, was eben nicht nur die Notfall-, sondern auch die Intensivversorgung beinhaltet. Das ist allerdings alles noch auf Entwurfsebene und muss noch weiter konzentriert werden.
Diese Allgemeinkrankenhäuser sollten also speziell für die Notfall- und Intensivversorgung zuständig sein, aber auch für die stationäre Grund- und Regelversorgung, speziell in der Stufe 1, während auf der Stufe 2 und 3 auch die interdisziplinäre spezielle Versorgung komplexer Patienten, zum Beispiel in Zentren, lokalisiert sein sollte. Dann haben diese Krankenhäuser natürlich eine wichtige Rolle bei der Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses und auch in der medizinischen Forschung. Das betrifft die Unikliniken. Ergänzt werden diese Allgemeinkrankenhäuser durch große spezialisierte Fachkliniken, die auch rund um die Uhr an der spezialisierten Notfallversorgung teilnehmen, wie zum Beispiel große Unfallkliniken, Herzzentren, Kinderkliniken oder psychiatrische Kliniken. Dann sollte es aber noch weitere Kliniken geben, die zum Beispiel die Versorgung oder Weiterversorgung geriatrischer Patienten übernehmen, die zum Beispiel an einem integrierten Notfallzentrum an einem Allgemeinkrankenhaus erst versorgt wurden und dann in so einer Klinik weiterversorgt werden können. Und als weitere Komponente spezialisierte, auch privat oder vielleicht auch vorwiegend private Fachkliniken, die häufige operative oder interventionelle Eingriffe bei unkomplizierten Patienten ambulant, teilstationär oder kurzstationär auf qualitativ hohem Niveau anbieten, aber nicht an der Notfallversorgung rund um die Uhr. Das sind so Beispiele für solche Kliniken, für zum Beispiel eine geriatrische Klinik oder eine orthopädische Klinik, die auf hohem Niveau Gelenkersatz anbietet, aber nicht umfassende Notfallversorgung. Ein zweites Element ist die Einführung von Instrumenten zur Personalbemessung in Krankenhäusern. Und hier möchte ich speziell auf das Beispiel der Intensivpflege eingehen. Solche Instrumente sollten anstelle von fixen Personaluntergrenzen verwendet werden. Für Normalstationen ist eine sogenannte PPR 2.0 in Entwicklung und für Intensivstationen gibt es ein System, das schon sehr, sehr weit entwickelt ist und auch an vielen Kliniken schon zum Einsatz kommt, nämlich das Intensivpflege- und Leistungserfassungssystem PULS, das an der Universitätsklinik Heidelberg entwickelt wurde. Dort und auch an vielen anderen Universitätskliniken im Einsatz ist zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo der Einsatz dieses Systems tarifrechtlich verpflichtend ist, aber auch die Charité hat es im Einsatz, so wie viele andere Kliniken in Deutschland auch. In diesem System werden Pflegekategorien definiert, die wirklich das ganze Spektrum der intensivpflegerischen Tätigkeit abbilden. Und trotzdem ist es möglich, relativ pragmatisch und schnell mit wenigen Minuten Aufwand pro Patient den Patient in eine Pflegekategorie einzuteilen, weil es Alleinstellungsmerkmale gibt, die hier zum Beispiel auf der rechten Seite genannt sind, die für sich alleine schon eine Einstufung in eine Pflegekategorie und einen dem zugeordneten Pflegeschlüssel bedingen. Zum Beispiel ein beatmeter Patient gehört automatisch in die Pflegekategorie 4 oder ein ECMO-Patient in die Pflegekategorie 6. Die unteren Pflegekategorien können aufgewertet werden durch besondere Aspekte wie zum Beispiel Isolation, eine lebensbedrohliche Akutphase oder den Einsatz eines extrakorporalen Verfahrens. Hier ist diese Einteilung nochmal gezeigt. Also Pflegekategorie 1 und 2 entspricht einem 1 zu 3 Schlüssel, 3 und 4 einen 1 zu 2 Schlüssel und 5 und 6 ein 1 zu 1 Schlüssel, zum Beispiel bei ECMO-Patienten. Das System erlaubt eine umfangreiche Erstellung von Kennzahlen, über 100 Kennzahlen, die Sie wirklich für eine ganz differenzierte Beurteilung des Personalbedarfs und auch der Personalplanung im Bereich der Pflege heranziehen können. Auch die benötigte Größe und Bettenanzahl der Patienten können Sie wirklich hier für jede Station definieren. Das ist ein Beispiel hier aus dem Universitätsklinikum Tübingen, wo dieses System eben im Einsatz ist und wo wir wirklich sehr, sehr zufrieden sind, weil wir wirklich auf objektiven Daten beruhen und hier eine Personaleinsatzplanung machen können. Ja, ähnliche Systeme bräuchten wir eigentlich auch für Ärzte. Vieles hat sich jetzt immer nur um die Pflege gedreht, aber auch die Ärzte brauchen eine gewisse Sicherheit, dass genügend Personal auf den Intensivstationen eingesetzt wird. Es gibt hier eine Personalbedarfskalkulation Intensivmedizin, die von der DGAI unter Leitung von Herrn Weiß mal entwickelt wurde. Relativ komplexes System, wo auch sehr, sehr viele verschiedene Elemente mit reingehen. Das muss man eben nochmal prüfen, ob solche Systeme praktikabel sind und auch in unterschiedlichen Konstellationen, unterschiedlichen Stationen plausible Daten liefern.
ein alternatives Verfahren, gerade am Anfang, wenn so etwas noch nicht etabliert wäre, dass man in den einzelnen Kliniken Gremien bildet, die Leitung und Mitarbeiter der Intensivstationen beinhalten, auch die Pflege, neben den Ärzten dann den Personalrat und die Klinikleitung, und dass da ein gemeinsames Personalkonzept entwickelt wird unter Berücksichtigung der Arbeitslastbelastung. Hier können auch zum Beispiel Impulsdaten mit eingehen. Patientensicherheit, Einhaltung, Arbeitszeitgesetz und Tarifrecht, Berücksichtigung zusätzlicher Aufgaben des Intensivteams, aber auch ganz wichtig die Ausbildung neuer Mitarbeiter und der Qualifikationsmix auf der individuellen Station, die ja auch große Auswirkungen auf den Dienstplan haben können. Ja, dritter Punkt, Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung. Da halten wir es für sinnvoll, dass man differenziert nach den Versorgungsbereichen, dass also stationäre Leistungen an Allgemeinkrankenhäusern durch eine Kombination aus Budget, Sachkostenfallpauschalen und gegebenenfalls Qualitätszuschlägen finanziert werden sollen. Alle weiteren ambulanten Leistungen an Kliniken oder einfache stationäre Leistungen an Spezialkliniken werden über speziell für diese Leistungsbereiche zugeschnittene Fallpauschalen. An den Allgemeinkrankenhäusern sollte ein Personalbudget berechnet werden, das eben alle Personalkosten in diesem Haus abdeckt, und der Personalbedarf sollte, wenn möglich, mit Instrumenten zur Personalbemessung belegt werden. Und dieses Geld darf dann auch nur zweckgebunden für tatsächlich vorhandenes Personal ausgegeben werden. Somit gäbe es keine Anreize mehr, Personal einzusparen und wirtschaftliche Vorteile. Die Fallpauschalen an den Allgemeinkrankenhäusern sollten zukünftig nur noch die Sachkosten einer klinischen Behandlung vergüten, die beispielsweise für Diagnostik, Medikamente, Verbrauchsmaterialien oder Implantate anfallen. So ist sichergestellt, dass auch in Zukunft die im Krankenhaus erbrachten Leistungen transparent dargestellt und kostendeckend vergütet werden. Durch die gesonderte Erstattung von Sachleistungen nach dem Kostendeckungsprinzip lohnt sich jedoch eine Fallzeitsteigerung oder die Bevorzugung besonderer kostspieliger Therapien aus finanziellen Dann sollte es ein Infrastrukturbudget geben. Analog zu den Personalkosten ist ein Budget für Infrastrukturkosten wie Informationstechnologie, Energie oder Instandhaltung geplant. Dieses Geld kann bei Bedarf, zum Beispiel bei steigenden Energiekosten, direkt angepasst werden. Kommt es bei Zusammenlegung von Kliniken zur Zusammenlegung von Kliniken, werden finanzielle Ressourcen speziell aus frei. Und dann zu guter Letzt ein Investitionsbudget, für das es ein Etat geben sollte. Dieser Investitionsbedarf sollte sich an den für das Krankenhaus gültigen Strukturanforderungen orientieren und speziell dann eben auch an bedarfsnotwendige allgemeinen Krankenhäuser gehen. Wichtige Investitionsbereiche wären beispielsweise die IT-Infrastruktur und der Aufbau von interdisziplinären Zentren. So kann man so ein Budget mal vergleichend vorstellen. Also bisher haben wir nur ein geringes Investitionsbudget, und ansonsten wird die Finanzierung eines Krankenhauses fast vollständig durch DRG-Fallpauschalen oder erfolgt die durch DRG-Fallpauschalen, die eben aus unterschiedlichen Komponenten zusammengesetzt sind, die aber sehr intransparent sind. Wir möchten es ersetzen durch ein stufenweises Budget aus Investitionen, Infrastruktur und Personalmitteln, und die Sachkosten werden dann durch dafür zugeschnittene DRGs oder Fallpauschalen ersetzt. Ja, und zu guter Letzt können auch gerne Qualitätsziele definiert und festgelegt werden, und wenn Krankenhäuser diese erreichen, können sie Qualitätszuschläge bekommen in Form von Bonuszahlungen, die zum Beispiel dann auch zur Verbesserung der Patientenversorgung oder auch der Mitarbeiterzufriedenheit eingesetzt werden können. Ein ganz ähnliches Konzept hat eben auch der Herr Professor Schreyer vorgestellt. Also da wären wir mit ihm auf. Also die Ziele der Reform sollten sein, klar definierte Krankenhausstrukturen mit Einbindung bedarfsnotwendiger Krankenhäuser in das Prinzip der Daseinsvorsorge, eine transparente Darstellung von Leistungen und Kosten eines Krankenhauses im Rahmen von Budgets, keine Anreize zu Fallzeitsteigerung, Leistungsausweitung und Personalabbau aus ökonomischen Gründen. Konservative und interventionelle operative Medizin sollten gleich behandelt werden. Und Strukturanpassung und Kooperation der Krankenhäuser würden in einem solchen System erleichtert werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich freue mich auf eine angeregte Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Riesen. Das war ein sehr schöner Abriss, auch aus der Sicht des praktisch tätigen Mediziners. Vielfach entscheiden ja über Dinge der Finanzierung Menschen, die ihr ganzes Leben lang noch nie im Krankenhaus waren, weder als Patient noch als Ärzte. Aber unabhängig davon habe ich festgestellt, Sie hatten
Sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Personalkosten ja gerade in der Intensivmedizin einen sehr hohen Prozentsatz an Ausgaben darstellen. Und da wird ja aktuell sehr von bestimmten Playern im System ein System der Personalbemessung favorisiert, was letztendlich dieses PPR 2.0 möglicherweise auf der Intensivstation nicht so seine Berechtigung hat. Sie haben ja Impuls vorgeschlagen. Wo sehen Sie da die wesentlichen Vorteile dieses Systems im Vergleich zu PPR 2.0? Ja, die PPR 2.0 ist tatsächlich für Intensivstationen überhaupt nicht geeignet, weil sie diesen speziellen hohen Pflegebedarf von Intensivpatienten nicht abdeckt. Sie kann da nicht ausreichend differenzieren. Dagegen ist das Impulssystem speziell für Intensivstationen entwickelt worden von sehr erfahrenen Intensivmedizinern, also auch Intensivpflegekräften vorrangig, die in Heidelberg das zunächst aufgebaut haben und das System dort seit Jahrzehnten immer mehr verfeinert haben, auch unter Einbeziehung von sehr vielen Anwendern in anderen Kliniken in Baden-Württemberg. Auch an meiner Klinik ist es inzwischen sogar tarifrechtlich vorgeschrieben, dass wir dieses System einsetzen. Und wir sind sehr zufrieden mit diesem System, weil es uns wirklich einen sehr guten Überblick über den Pflegeaufwand unserer Patienten sehr differenziert gibt und, wie ich eben auch in dem Vortrag gesagt habe, uns ermöglicht, sehr genau die Kapazitäten auch der intensivmedizinischen Versorgung zu planen und auch die richtige Personalausstattung dieser Stationen zu planen. Und die unterscheiden sich eben auch. Es gibt Stationen, die machen wirklich High-End-Intensivmedizin mit ECMO, mit allem drum und dran, haben viele Patienten, die höchsten Aufwand haben. Und es gibt andere Stationen, die vielleicht eher in Richtung Intensivüberwachung oder Intermediate Care gehen. Und da erlaubt das System eben sehr gut zu differenzieren und auch das Personal richtig einzusetzen. Und das ist eben mit diesen auch sehr starren Personaluntergrenzen, die jetzt eingeführt worden sind, so nicht ausreichend abzubilden. Deswegen bin ich ein klarer Befürworter dieses Impulssystems. Ja, vielen herzlichen Dank. Es gibt jetzt noch Fragen aus dem Chat. Zwei sehe ich hier, wenn Sie die vielleicht auch noch kurz beantworten können. Zunächst fragt Adina Friedrich, wie wird die duale Finanzierung gesehen, also das, was wir im Augenblick haben, auflösen oder aufteilen der Komponenten im bekannten Rahmen prozentual? Also ich denke, es sollten die wesentlichen Player im Gesundheitswesen beteiligt werden an der Finanzierung der Krankenhäuser. Das sind natürlich die Krankenkassen, aber trotzdem muss die Politik auch steuern können. Und ich denke, die Länder sind da weiterhin in der Verantwortung, aber gemeinsam vielleicht mit dem Bund, der hier vielleicht gewisse Richtlinien geben muss und auch mit besonderen Investitionsprogrammen, zum Beispiel im Bereich der IT oder so, das Ganze unterstützen könnte. Also die Krankenhausfinanzierung sollte sich weiterentwickeln, aber ich glaube, es ist nicht sinnvoll, nur einem dieser Player, also zum Beispiel der Krankenversicherung oder so jetzt im Sinne eines monistischen Systems, diese Verantwortung zu überlassen. Ich glaube, hier müssen hier die richtigen Weichen gestellt werden. Vielen Dank für die klare Antwort. Eine letzte Frage kommt von Raul-Peter Bönisch. Wie stehen die Chancen für eine gewisse Transparenz bei den Kosten, Gehälter für Verwaltung, Management, ärztliches, pflegerisches Personal? Also ich stelle mir vor, dass er meint, also eine Art Qualitätsbericht, wo die einzelnen Gehälter ausgewiesen werden. Ob man jetzt individuell die Gehälter ausweist in so einem Bericht, das weiß ich nicht. Aber ich denke, die Summe, die ein Krankenhaus jetzt für diese verschiedenen Personalblöcke ausgibt, ich denke, das muss schon transparent dargestellt werden. Und da wird es dann wahrscheinlich auch gewisse statistisch auswertbare Daten geben, ob da bestimmte Krankenhäuser außer der Reihe sind. Wie gesagt, wir sind für eine Transparenz im Gesundheitswesen. Ich glaube, die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf zu sehen, wie das Geld ausgegeben wird. Aber wir glauben, dass das jetzige Fallpauschalensystem Fehlanreize setzt, die korrigiert werden müssen im Sinne einer mehr versorgungsorientierten Planung und auch Finanzierung. Und wir mit unserer Intensiv- und auch mit der Notfallmedizin haben da, glaube ich, einen ganz besonderen Anspruch, auch im Rahmen der Daseinsvorsorge betrachtet zu werden und dass die Vorhaltekosten, die wir in unseren Bereichen haben, dort auch primär berücksichtigt werden und dass eben diese Regeln, die mit dem DRG-System aufgestellt wurden, einfach revidiert werden sollten. Ich habe auch nur eine ganz, ganz kurze Frage mit dem Budget von den Krankenhäusern. Ja, wie wird das Budget, ganz kurz, wie sollen die Krankenhäuser ihr Budget dann nach außen spielen?
Ich glaube, Sie müssen Ihre Kosten einfach transparent darstellen. Wie viel geben Sie für Pflegepersonal aus? Wie viel für Ärzte? Das sollte gerade in diesen Bereichen, wie es jetzt eben mit der PPR 2.0 oder mit Impuls schon für diesen Bereich angedacht ist, mit solchen Personalerfassungssystemen auch objektiviert sein können, orientiert an der Zahl der Patienten, an der Art der Patienten, Schweregrad ihrer Erkrankungen, an den Eingriffen, die gemacht werden. Und ja, so dass aber in der Summe jetzt diese Blöcke transparent auch für jedes Krankenhaus erfasst werden können und die Besonderheiten der Krankenhäuser auch in ihrer Versorgungsstruktur dann damit auch berücksichtigt werden können. So etwas hat man vor Einführung des DRG-Systems eben auch schon gemacht. Da gibt es Erfahrungen. Und die Summe des Geldes, die verfügbar ist am Anteil des Bruttosozialprodukts, wird sich auch in einem solchen System wahrscheinlich nicht groß ändern. Es soll ja auch nicht alles teurer werden, aber es soll vernünftiger verteilt werden und es sollte weniger Anreiz geben, ständig auch die Fälle zu steigern und damit ja auch die Kosten in gewisser Weise hochzutreiben. Vielen herzlichen Dank jetzt nochmal für den Vortrag und die anschließende Diskussion. Jetzt freue ich mich ganz besonders, dass Herr Wolf-Dietrich Leber vom GKV-Spitzenverband zu uns gefunden hat. Der GKV-Spitzenverband hat uns ja heute überrascht mit einem eigenen Papier, wo viele Dinge drinstehen, die wir auch unterschreiben würden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders jetzt auf Ihren Vortrag, Herr Leber. Wenn der Techniker Ihnen jetzt die Möglichkeit gibt, diesen zu halten, würde ich das begrüßen. Bitte, Herr Leber. Ja, noch habe ich die Freigabe des Technikers nicht, aber Sie können mich schon hören. Ja. Hören Sie gut. Wunderbar. Ich muss mich entschuldigen, ich habe 10 Minuten mit dem Einwählen verbracht, habe also Ihre Einleitung nicht gehört und hoffe jetzt. Okay, jetzt können Sie auch die Folien sehen. Ja. Alles klar. Gut, ich möchte ganz kurz einmal das große Spektrum darstellen von Corona, DRG-Entwicklung, Pflegepersonal, Krankenhauslandschaft und Notfallversorgung. Und beginne natürlich mit einer kleinen Gratulation, nämlich an das Echtzeit-Reporting, was Sie als Fachgesellschaft geschaffen haben. Wir wollten schon immer wissen, was in unseren Krankenhäusern am jeweiligen Tag passiert. Dass Sie das als Fachgesellschaft hinbekommen haben, ist eine großartige Leistung. Ich würde mir das für alle Stationen vorstellen, dass wir dieses Prinzip sozusagen als Echtzeitreporting für alle sichtbar haben werden künftig. Deutschland ist im Sommer relativ gut davongekommen. Die Belegung mit Covid-Patienten, das wissen Sie, war im einstelligen Prozentbereich. Und all das lag natürlich an der Hauptempfehlung, halten Sie Abstand und halten Sie Abstand von Krankenhäusern. Also es ist uns das erspart geblieben, was in Italien und anderen Orten stattgefunden haben, dass die Leute massenhaft ins Krankenhaus gegangen sind und dementsprechend Krankenhäuser auch zu Hotspots wurden. Das konnte hier vermieden werden. Wir haben es den Krankenhäusern durch Freihaltepauschalen relativ einfach gemacht, sagen wir mal, den Rückgang zu verkraften. In anderen Ländern mit anderen Vergütungssystemen war es so, dass man als erste Maßnahme sozusagen die Budgets erhöht hat, Polen zum Beispiel, während bei uns die erste Maßnahme war, die Finanzierung zu sichern, falls ein Einbruch im Leistungsgeschehen passiert ist. Deswegen haben wir, das ist die Sicht des Ökonomen, im Augenblick ein goldenes Jahr für die Krankenhausfinanzierung. Unsere GKV-Ausgaben sind eigentlich genauso hoch wie letztes Jahr, was mit bestimmten Inflationsbereinigungen und Preiseffekten und Testungen und Schutzausrüstung zusammenhängt.
Und zusätzlich sind nochmal über die Freihaltepauschalen 10 Milliarden obendrauf gekommen. Eine solche Steigerung hat es noch nie gegeben, was also die finanzielle Situation angeht. Das sagt nichts unbedingt für die Stimmung in den Krankenhäusern, aber Geld ist in Massen geflossen. Und wir haben natürlich noch keine Sicherheit, wie stark jetzt der Lockdown nochmal im Dezember sein wird. Aber alles spricht dafür, dass wir noch ein paar weitere Freihaltepauschalen haben und mit den Ausgaben aber nicht unter das Vorjahr fallen werden. Wie sieht dieser Rettungsschirm für die zweite Welle aus? Hintergrund halt die stark steigenden Infektionszahlen, wo wir in den letzten zwei Tagen zumindest in der glücklichen Situation sind, keine exponentiellen Steigerungen mehr zu haben, sondern eine Stabilisierung auf natürlich zu hohem Niveau, aber immerhin eine Stabilisierung. Man hat das sehr intensiv diskutiert im Corona-Beirat und hat gesagt, in der nächsten Runde, also anders als im März diesen Jahres, soll es gezielte Freihaltepauschalen für Covid-Versorger geben, statt undifferenzierte Leerstandsfinanzierung. In der letzten Runde hat ja auch jede Augenklinik, die nie jemanden Covid-mäßig versorgen wird, irgendwie das entsprechende Geld kriegt. Und hier haben wir einen ganz grundsätzlichen, Paradigmenwechsel. Jetzt soll das Geld auf die Krankenhäuser konzentriert werden, die auch Leute in der Divi haben, um das mal zu verkürzt zu sagen. Gezielte Förderung in Kreisen mit hohen Infektionszahlen und nochmals ein starkes Engagement des Bundes. Wenn man sieht, wir haben alle früher mal gelernt, die Länder sind für die Finanzierung zuständig bei Investitionen und sie sind außerdem zuständig, wenn es um Gefahrenabwehr geht. All davon ist nichts mehr zu sehen. Sie sehen rechts den Überblick. Da sehen Sie die gesamten 4 Milliarden, die die Länder an Finanzierung liefern. Der Bund ist eingestiegen und ist im Augenblick bei fast 14 Milliarden. Also viermal so stark ist das Engagement des Bundes wie das der Länder. Und wir haben eine neue Welt. Der Finanzminister fängt an zu kontrollieren. Es findet sich jetzt in dem neuesten Gesetz die Formulierung, das BMG kann durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem BMF ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen in diesem Bereich ändern. Das ist eine vollständig neue Welt. Der Bund steigt sozusagen wieder ein. Wenn es ernst wird, helfen die Länder nicht. Da hat nur der Bund geholfen. Wir werden jetzt ja in diesen Tagen noch eine Debatte erleben über die richtige Kostenverteilung. Was steht bei dieser Welle? Man hat drei Bedingungen formuliert, nämlich 7-Tage-Inzidenz größer 70, freie Intensivkapazitäten unter 25 und erweiterte bzw. umfassende Notfallstufen. Das heißt, wir haben zum ersten Mal einen algorithmischen Ansatz. Im Frühjahr hat man ja einfach gesagt, jedes Krankenhaus kann hier entsprechende Zahlungen erhalten. Jedes Krankenhaus kann auch Intensivbetten aufbauen. Jetzt richtet man sich nach einem Algorithmus, den der gemeinsame Bundesausschuss vor 2,5 Jahren formuliert hat. Und man hat noch eine Überlaufregelung geschafft, Häuser in angrenzenden Kreisen, falls diese entsprechenden Häuser der hohen Notfallstufen nicht vorhanden sind oder falls sie völlig belegt sind, dann auch Häuser mit Basis-Notfallversorgung. Und eine Regelung, die dafür sorgt, 4 Wochen nachdem das Ganze scharf geschaltet worden ist, gibt es einen Schluss dieser Finanzierung. Das hatte man ja in der ersten Welle nicht. Da gab es ja über 2 Quartale die Finanzierung. Sie merken deutlich die Handschrift von Scholz und wir werden das im ganzen nächsten Jahr bemerken. Was hatte damals die Notfallstufenversorgung an Strukturierung gebracht? Man stellte fest, über 500 Krankenhäuser erfüllen nicht mal die Basisnotfallversorgung. Hier ist die Folgenabschätzung von vor 2 Jahren. Inzwischen wissen wir mehr. Wir als GKV-Spitzenverband haben letzte Woche die Liste veröffentlicht, wer Notfallstufe 2 und 3 ist. Eine Liste, die Sie hoffentlich irgendwo gefunden haben auf unseren Internetseiten.
und die erst natürlich auch zu manchen Korrekturen geführt haben. In 20 Fällen war es jetzt so, dass man zeigen konnte aufgrund der entsprechenden Budgetabschlüsse, dass eine Korrektur angesagt war. Aber wir haben es mit einer Größenordnung von 400 Covid-Versorgern zu tun. Und ich finde es eine bemerkenswerte Entwicklung, dass man jetzt die Hilfe konzentriert auf diejenigen, die im Notfall uns auch helfen und keine allgemeine Wirtschaftsförderung betrieben wird. Ganz kurz zur DRG-Entwicklung. Es gibt eine Einigung, die extrem schwierig war. Ich will sie nicht mit den Details dieses Kompromisspakets jetzt langweilen, können Sie aber hinterher nachlesen. Im Prinzip hatten wir eine gewisse Art von Doppelfinanzierung. Gelder wurden im DRG-System und dann auch noch im Pflegebudget gemacht. Da war eine Steigerung von 1,6 Milliarden im Pflegebudget. Das hätte ungefähr bedeutet, dass 30.000 neue Kräfte eingestellt werden. Da hatten wir den Eindruck, das hätte man mitbekommen. Da muss irgendwas anderes an Doppelbuchung gewesen werden. Wie sieht die Weiterentwicklung aus? Und da kommt man natürlich sozusagen in die alten Debatten. Wenn die Fälle steigen, sind die Krankenhäuser für Fallpauschalen. Und wenn die Fälle sinken, wie im Augenblick, sind die Krankenhäuser für feste Budgets. Das ist sozusagen ein Grundsatz. Da wir im Augenblick keine steigenden Fallzahlen mehr haben, wird der Ruf lauter nach festen Budgets. Und da gibt es für alle ein Lieblingsmodell, das sagt sozusagen auskömmliches und bedingungsloses Grundeinkommen und ein paar Extras. Schwer zu realisieren, lange Diskussionen, das ist sozusagen mein Beruf. Wenn Sie kurz nachlesen wollen, was wir auf einer Seite dazu sagen, hier ein Artikel von mir, der folgende Sachen, Grundthesen enthält. Die Grundidee, Leistungen zu finanzieren, bleibt richtig. Also man sollte nicht zum Beispiel diejenigen, die am meisten ausgeben, am ineffizienten sind, denen das meiste Geld geben. Und der wirklich große Formbedarf besteht wahrscheinlich bei der Strukturierung der Krankenhauslandschaft und nicht im Vergütungssystem. Trotzdem muss man natürlich beim Vergütungssystem auch noch was machen. Und das ist zum einen die Berücksichtigung von Vorhaltekosten, die differenzierte Vergütung von Versorgungsstufen. Also man kann darüber überlegen, ob eine Uniklinik einfach auch ein bisschen anders finanziert wird als ein Landkrankenhaus. Und natürlich die Abbildung pflegerischer Leistungen. Und ein letzter Punkt, der nicht vergessen werden soll, der vielleicht für Sie nicht ganz so wichtig ist, aber es gibt einen Riesenbereich für ambulantes Potenzial und in dem Bereich fehlt uns eigentlich ein neues Vergütungssystem. Wenn man jetzt auf Vorhaltekosten kommt, dann ist das alles andere als trivial. Wir hatten ursprünglich mal 20-30% Vorhaltekosten. So hoch war nämlich der Anteil der Länder. Aber die haben sich ja aus der Verantwortung geschlichen und so ist es zur Dominanz dieser DRGs gekommen, die eigentlich ursprünglich so nicht gedacht war. Wenn man jetzt Vorhaltefinanzierung mache, dann muss man klar klären, für was wird eigentlich etwas vorgehalten und für welche Bevölkerungsgruppen. Und dieses Vorzuhaltende muss irgendwie definiert und quantifiziert werden. Und wahrscheinlich brauchen wir auch jenseits der DRGs einen eigenen Finanzierungsweg, denn wenn die DRGs runtergehen, dann soll ja natürlich die Vorhaltefinanzierung nicht runtergehen. Und man muss natürlich komplementär die Leistungsvergütung absenken. Ich sage immer, machen Sie mal eine kleine Übungsaufgabe. Wie würden Sie die 10 Milliarden Bundesmittel, die im Augenblick finanziert werden, als Vorhaltung auf die deutschen Krankenhäuser verwenden, ohne dass Sie die bestehenden Betten, das bestehende Personal oder den bestehenden Case-Mix nutzen? Sie müssten selber neue, vernünftige Kriterien entwickeln. Pflegepersonaluntergrenzen. Ich habe eben gerade noch mitgekriegt, dass Sie natürlich bessere Modelle im Bereich der Intensivmedizin haben, Impuls. Was im übrigen Bereich geschehen ist, können Sie im Krankenhausreport nachlesen, in aller Ausführlichkeit für alle mit Schlafstörungen. Was uns fehlt, ist auf alle Fälle eine EDV-Orientierung in diesem Bereich, dass manche sagen, das Erfassen von Personal ist sozusagen ein bürokratisches Monster, zeigt natürlich nur, wie weit man hinterher ist.
was sich bei internationalen Vergleichen der MOM-Score auch zeigt. Die Ergebnisse des ersten Jahres zeigen, dass die Anzahl der gerissenen Monate sehr stark runtergegangen ist. Hier der Intensivbereich im zweiten Quadranten. Das kann man erstmal, wenn man der Statistik glaubt, als gute Entwicklung nennen und als Lösen von Problemen. Wir müssen allerdings feststellen, es gibt nach wie vor erheblich viele gerissene Schichten und mit diesem Problem wird man sozusagen noch länger umgehen müssen. Es hat mit der DKG keine Einigung gegeben, deshalb durch das Ministerium eine neue Verordnung, die im Grunde jetzt die gesamte allgemeine und die innere umfasst und in der alten Differenzierung zwischen Tag und Nacht. Das alles finden Sie in der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung. Und einige von Ihnen haben ja gesagt, so etwas sollte in dieser Zeit ausgespart sein. Ich glaube, man braucht gerade in dieser Zeit auch rote Linien, um das Personal und die Patienten zu schützen. Und wenn Sie befürchten, dass das Haus in Schwierigkeiten gerät, alle Vereinbarungen und alle Texte enthalten den Ausnahmetatbestand Covid. Sehen Sie hier zweitens, bei starken Erhöhungen oder so kommt es nirgendwo zu Strafzahlungen. Aber wir haben die Statistik, um zu sehen, was eigentlich passiert. Aus Zeitgründen will ich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass die DKG nach wie vor einen anderen Weg geht. Sie sagt, sie hat ein eigenes Instrumentarium, ein Instrumentarium natürlich, was den Intensivbereich bisher fast völlig ausspart und wo nachgearbeitet werden müsste. Und was vor allen Dingen einen Nachteil hat, es hat bisher keine roten Linien, also keine Grenze, wann Schluss sein muss. Was richtig ist an dem Ansatz ist, dass man den Schweregrad berücksichtigt. Es ist ja völlig idiotisch anzunehmen, dass jeder Kranke genauso viel Zuwendung und Pflege braucht. Das ist in Systemen wie in Puls besser. Wenn hier die 6 Fälle sind und Sie haben davon 3 frisch operierte, dann ist eben der Bedarf höher. Und dieses muss nachgearbeitet werden. Das muss im Grunde ein Ziel sein, dass man hier zu einem neuen Modell kommt. Das, was da als PPR vorgeschlagen wird, ist aus mehreren Gründen, glaube ich, ungeeignet. Man will eine Abschaffung der Untergrenzen, das heißt keine rote Linie. Das kann nicht gut sein für das Personal und das kann nicht gut für die Patienten sein. Ich gehe mal drüber weg und sage nur eins, wir brauchen eine digitale Pflegedokumentation, aus der abgeleitet werden kann, wie groß der Bedarf ist und wie groß die Pflegeleistung ist. Ich will nicht, dass man extra etwas erfasst, sondern man muss aus den bestehenden Daten alles wie das Pflegebudget oder die Risikoadjustierung ableiten. Soweit zum Thema Pflege und Besetzung der Stationen, ein Thema, was einem ja jeden zweiten Tag auch in der Presse begegnet. Ein Punkt zur allgemeinen Strukturbereinigung. Sie kennen unseren Klassiker, 132 Krankenhäuser in den Niederlanden und in NRW fast 400, leicht sinken inzwischen, aber bei gleicher Größe, gleicher Fläche besteht da Bedarf. Früher waren wir die Einzigen. Inzwischen ist es so, man kann auch zur besten Sendezeit über Krankenhausschließungen reden. Das macht die Leopoldina, das machen Leute wie Busse, es macht Bertelsmann. Wir haben zahlreiche Studien und der vielversprechendste Ansatz ist aus der Meinung vieler das, was in NRW passiert, nämlich Planung nach Leistungsgruppen. Das ist schwierig, aber im Prinzip möglich. Aber was passiert, dritter Spiegelstrich, wenn man nun feststellt, man braucht in Bochum nur 3 statt 5 Abteilungen einer Fachrichtung? Dann passiert meiner Ansicht nach in NRW gar nichts, weil die Tätigkeit der anderen 2, die man eigentlich nicht braucht, sozusagen berufsrechtlich und kartellrechtlich geschützt ist. Das heißt, das Land wird gar nicht mehr durchsetzen können, dass die Krankenhäuser, die zu viel sind, auch wirklich wegkommen. Das könnte natürlich noch mit Entzug der Investitionsmittel drohen, aber weil das so wenig sind, kommt ein Krankenhaus auch gut ohne irgendwelche Investitionsmittel der Länder aus.
Die Schlussfolgerung lautet, der Plan, egal welcher, ist nicht durchsetzbar. Also bleibt nur eins, mit Strukturanforderungen dafür sorgen, dass nur qualitativ gute Leistungen erbracht wird. Wenn es schon zu viele Krankenhäuser sind, dann muss man wenigstens versuchen, die Qualität in diesen Krankenhäusern zu sichern und vielleicht auch die Qualitätsanforderungen so hoch ziehen, dass nicht mehr zu viele Krankenhäuser da sind. Das ist eine grundsätzlich andere Sicht, aber wir haben in Deutschland die Situation, dass wir eben einen Schutz der Krankenhäuser vor Schließung haben. Letzter Punkt, Notfallversorgung in aller Kürze. Es gibt eine große Geschichte der Gesetzgebung in dieser Legislaturperiode, die eigentlich komplett gescheitert ist. Man hat Eckpunkte vorgelegt, dann einen Diskussionsentwurf der Notfallreform, einen Referentenentwurf zur Notfallreform, eine Fachanhörung. Und jetzt ist ganz wenig übrig geblieben in einem GWG-Referentenentwurf, wo wir gerade vor einer Woche die Fachanhörung hatten. Themen sind Notfallstufen für die Kliniken, gemeinsame Leitstellen, Rettungsdienst, Notfallaufnahmen, nämlich INZ-Tresen und die KV-Notdienstpraxis. Was sinnvoll ist, ist, dass in irgendeiner Form die 112 und die 116, 117 verbunden werden. Die meisten Länder vereinigen sie aber nicht in einer Organisation, sondern haben beide Systeme, einmal für die ganz schweren Fälle und zum anderen die Telefontriage auf der anderen Seite. Wenn man diese Rettungsleitstellen neu organisieren will, führt nichts dabei darum herum. Wir müssen das Grundgesetz ändern. Das hat man schon 50 Mal gemacht. Insofern ist das schaffbar. Bisher steht im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung die Krankenhäuser. Da sollte auch der Rettungsdienst stehen, damit man vernünftige Leitstellen für morgen hat, wo mindestens 1 Million Leute versorgt werden, wo ein digitaler Zugriff in Echtzeit ist und wo deutschlandweit dieselben Systeme gelten. Sowas wie IVENA muss flächendeckend, und zwar garantiert flächendeckend, eingeführt werden. Wenn Sie ein bisschen Lust haben, gucken Sie mal auf Marine Traffic. Sie können jede Tschunke auf den 7 Weltmeeren verfolgen, in welche Richtung sie fährt, wie schnell sie fährt. Aber auf den Rettungsschirmen, auf den Schirmen der Rettungsleitstellen gehen die Fahrzeuge verloren, sobald die Kreisgrenze überschritten wird. Das ist unmöglich. Wir brauchen auch eine Bundesdatenbank aller Rettungsfahrten. Warum dauert das so lange? Ja, das Ministerium hat sich sehr einem Gesamtkonzept des Sachverständigenrats angeschlossen, was Sie hier sehen und was ein INZ in der Mitte hat. Ein solches integriertes Notfallzentrum mit 1000 Aufgaben als räumliche und wirtschaftliche Einheit, gegründet von Krankenhaus und der KV, 24/7 zugänglich. Wenn Sie da 24/7 in allen Krankenhäusern machen, bauen Sie irgendwie 5.000, 6.000 neue Ärzte. Da fragt man sich auch, wo die herkommen sollen. Wir sind, das Wesentliche, was da passieren soll, ist Triage. Und man hat jetzt als ersten Vorschlag gemacht, dass zumindest das KV-System übernommen wird. Wir sind skeptisch, weil es gibt 4 unterschiedliche Triage-Fragen am Telefon, beim Patienten, wenn der Rettungsarzt zum Beispiel beim Patienten ist, am Tresen und hinterher die Wegweisung durch Arzt oder Patient. Im Augenblick will man das KV-System, so der Vorschlag, am Tresen einführen, beziehungsweise in der Notfallaufnahme des Krankenhauses. Ich glaube, das ist Unsinn. Da gibt es andere Systeme wie Manchester Triage. Man sollte es anders machen und ich hoffe, dass der Paragraph wieder rausfällt. Ein wichtiger Punkt noch, wir werden eine Debatte haben über die Auswahl der Notfallstandorte. Das wird auf alle Fälle eine Kombination sein von Bundesausschuss, Landesebene und Ortsebene. Bundesausschuss, so ein System wie Notfallstufen. Das, was jetzt gekommen ist, ist kümmerlich. Dieser Vorschlag, man übernehme bitte das KV-System zur Triage, das wird dem nicht gerecht, was an der Notfallaufnahme im Krankenhaus passiert. Achso, Entschuldigung. Ich glaube, man muss eins
zurückgehen. Wichtig ist ein gemeinsamer Tresen und Notdienstpraxen in allen Krankenhäusern, damit die Patienten nicht weggeschickt werden müssen, sondern dass von der KV ein Arzt da ist, der dann entsprechend übernimmt. Das muss nicht unbedingt 24/7 sein, aber wir brauchen auch ein System, wo die Sachen, die fallabschließend behandelt werden können, von der KV abgeschlossen werden. Letzte Folie, mein Fazit. Corona ist ein Schicksalsschlag für die Menschheit. In 2020 hat Corona keine Überforderung für Krankenhäuser gebracht. Das ist die gute Nachricht, sondern einen großzügig finanzierten Leerstand. So wenigstens jetzt am 2. Dezember. Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Weitere Hilfen werden sich auf Covid-Versorger konzentrieren. Der Bund trägt die finanzielle Last und wird auch die Regeln bestimmen. Das ist das Neue. Die Länder bestimmen nicht mehr so die Regeln, sondern der Bund. Der Flexit, also das Rausrechnen, war ein Fehler. Wir sehen unglaubliche Umsetzungsschwierigkeiten. Auf Anfrage kann ich Ihnen dazu noch viel erzählen. Pflegepersonaluntergrenzen sind echter Patientenschutz. Mittelfristig kommen sie für alle Schichten und alle Stationen. Die Problemlösung heißt durchgehend Digitalisierung. Und wir brauchen natürlich klügere Ansätze, die auch den Patienten den Bedarf an Pflege integrieren, wie das zum Beispiel bei Impuls der Fall ist. Die DRGs sollten moderat modifiziert werden. Vorhaltefinanzierung ist alles andere als trivial. Wichtiger als die Vergütungsreform ist die Strukturierung der Kliniklandschaft. Und zuletzt, die Reform der Notfallversorgung wird in der nächsten Legislaturperiode anzugehen sein. Wichtig ist ein bundeseinheitliches Rettungswesen, Grundgesetzänderung, und ein gemeinsamer Tresen. Der KV-Containerriegel vor dem Krankenhaus, wie ist der? Das IEZ darstellt, wird unserer Meinung nach nicht funktionieren. Ich bedanke mich auf Herzlichste für Ihre Geduld. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Leber, vielen Dank für den sehr umfassenden und wirklich sehr erhellenden Vortrag. In der ersten Schlussfolgerung mit den Krankenhäusern, das ist, finde ich persönlich, sage ich mal ganz ehrlich, ein bisschen pauschaliert. Ich glaube, Sie haben das ja sehr differenziert dargestellt. Es gab welche, die haben davon profitiert. Es gibt aber auch viele, die haben nicht davon profitiert. Das wissen Sie auch. Die Maximalversorger haben nicht davon profitiert. Viele Leute, die sich echt darum gekümmert haben, auch nicht davon profitiert. Also da sollte man nicht so ein Bild generieren, dass alle Krankenhäuser sich dieses Geld eingeschafft haben. Es haben viele Leute, Krankenhäuser enorm viel geleistet. Und das wissen Sie aus GKV. Spitzenverband. Ja, wir haben in der Chatrunde auch ein paar Fragen. Herr Riesen steigt mal ein und fragt, warum hat man den Krankenhäusern 2020 nicht das Budget von 2019 zur Verfügung gestellt? So hätte man die Strukturen zunächst unterhalten können, ohne die Kosten zu steigern. Was sagen Sie dazu, Herr Leber? Zur Verfügung stellen ist nicht so ganz einfach. Wie machen Sie das in einem System, wo Sie DRG-Finanzierung haben? Sie haben ja keinen zentralen Zuweiser. Deswegen brauchte man auf alle Fälle einen sozusagen zweiten Finanzierungsweg. Den hat man über die Freihaltepauschalen geschaffen und hat ansonsten einfach gesagt, 90% bleiben wie bisher. Denn es macht ja nicht viel Sinn, also sagen wir mal, es lohnt ja nicht, alles zu chaotisieren, wenn 90% wie bisher abgerechnet werden können mit allen Regularien. Einfach nur zuweisen führt ja zu unendlich vielen neuen Abrechnungs- und sonstigen Problemen. Wir haben kein Budgetsystem. Und man muss auch sagen, stellen Sie sich vor, Sie kommen in wirkliche Corona-Schwierigkeiten und haben mehr Bedarf. Dann wollen Sie auch mehr haben als im letzten Jahr. Und dafür würde das DRG-System sorgen. Ein anderes System, was auf Budgetkonstanz hinausläuft, würde dafür nicht sorgen. Sie haben im Corona-Beirat für das BMG ja dann gesagt, gut, es sollen jetzt nur 2-3, da zunächst mal bei einer 25-prozentigen Intensivbelegungsquote darunter versorgt werden. Und dann hat sich doch relativ rasch herausgestellt, auch in unserer Region und woanders auch, dass es da viele Einser-Krankenhäuser gab, die zugewiesen sind, die tatsächlich enorm viele Corona-Patienten behandeln. Und wir haben sogar Krankenhäuser bei unserer Region gehabt, die dann gesagt haben, dann nehmen wir überhaupt nicht mal an der Versorgung von Corona-Patienten teil. Ist das eine weise Entscheidung gewesen? Hat man da genau genug drüber nachgedacht? Ich glaube, das DRG-System sorgt ja dafür, dass diejenigen, die, ich sag mal, wirklich massiv zum Beispiel Beatmungspatienten versorgen, auch ordentlich Geld kriegen. So. Und insofern, die Frage ist eher, warum sie denen, die das nicht machen, nach wie vor so hohe Freihaltepauschalen geben. Das ist ja in der ersten
Herr Leber, das sind Krankenhäuser gewesen, die haben Covid-Patienten, zum Teil sehr, sehr viele. In Aachen ist es zum Beispiel, das ist ein Krankenhaus, das der Stufe 1 ist. Die haben die meisten Corona-Patienten im normalstationären Bereich waren und mussten viele Betten freihalten. Deswegen, also die haben sich echt überlegt, wie sie denn jetzt über die Runden kommen. Ja, es gibt das Problem, sagen wir, Finanzierung von Covid-Patienten auf Normalstationen. Da wird es eine entsprechende sagen wir, Modifikation im DRG-System im nächsten Jahr geben. Das wird berücksichtigt. Das war am Anfang ja auch ein Problem der Codierung. Man musste ja erstmal gucken, dass Corona-Fälle überhaupt ordentlich identifiziert werden und nicht einfach nur als Lungenerkrankung oder sonst was da standen. Also da gibt es eine entsprechende Modifikation im nächsten Jahr, sodass das Problem, glaube ich, adäquat gelöst ist. Genau, das ist ja das Problem von vielen Häusern gewesen, dass es eigentlich ad hoc hätte gelöst werden müssen. Ich sehe ein, dass Sie gesagt haben, dass nicht mehr die Gießkanne wirken muss, aber wir waren schon also ein bisschen enttäuscht davon, was da beschlossen worden ist. Aber das hat auch dazu geführt, dass die Krankenhäuser im vollen Modus weitergefahren sind, bis vor kurzem jetzt erst und dann nach und nach dann aus der Not eine Tugend machen, aus dem OP-Programm zumindest aussteigen. Ja. Also ein bisschen komplex ist die Sache schon. Ja, Andreas, hast du vielleicht eine Frage? Gut, lieber Leber, tausend Dank, dass Sie uns wirklich, wirklich umfassend Ihre Sichtweise der Dinge so profund dargestellt haben. Viel Erfolg weiter noch bei Ihren neuen Gedanken, die Sie auch entwickeln für die ganze Krankenhauslandschaft. Viel Erfolg in der Umsetzung dabei auch. Ja, und wir kommen jetzt zu unserem letzten Beitrag, Herr Professor Jonas Schreyöck. Ja, der geht jetzt nochmal wahrscheinlich, lieber Herr Schreyöck, nochmal auf die Organisation und Finanzierung der Notfallversorgung in Deutschland ein. Kollege Leber hat das ja schon angerissen und gezeigt, was dahinter versteckt ist. Und wir sind mal ganz gespannt darauf, wie Sie die Dinge im Augenblick sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, hier heute die zur Neuausrichtung von Strukturen und Finanzierung der Notfallversorgung in Deutschland zu sprechen. Ich würde zunächst auf die aktuellen Probleme der Strukturen und Finanzierung eingehen und dann auf Lösungsvorschläge, insbesondere das Konzept des Sachverständigenrates, zu sprechen kommen, das wir vor 2 Jahren entwickelt haben und das ja auch in Teilen Grundlage des Referentenentwurfs des BMG war. Zunächst zum Status quo der Organisation der Notfallversorgung in Deutschland und deren Probleme. Und da haben wir zunächst mal diese klassische Zweiteilung in Deutschland zwischen den dringlichen und den lebensbedrohlichen Notfällen. Und diese von links nach rechts, von der Dringlichkeit, ist die Darstellung hier zunehmend. Zunächst haben wir die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die zu den Praxisöffnungszeiten natürlich auch Notfälle behandeln. Das sind circa ein Drittel der insgesamt 600 Fälle. Dann haben wir den KV-Bereitschaftsdienst außerhalb der Praxisöffnungszeiten, 9,5 Millionen Fälle. Und dann rechts, dann die ambulanten Fälle in Notaufnahmen, immerhin 8,5 Millionen Fälle, die aus den Notaufnahmen der stationären Behandlung zugeführt werden. Und wir haben einen relativ hohen Anteil Walk-ins, 80% Walk-ins. Und da wissen wir aus anderen Ländern, dass insbesondere diese Patientinnen und Patienten eben unter Umständen einer bedarfsgerechteren Versorgung zugeführt werden können, allein schon durch die Leitstellen, wenn man hier diese Patienten steuert. Auch bei den Rettungsdiensten gilt es zu bedenken, dass nur 10-15% der Rettungsdienste mit einer Versorgung vor Ort enden. Die meisten werden tatsächlich in das Krankenhaus transportiert, die meisten Fälle. Und das ist natürlich unter anderem auch auf finanzielle Fehlanreize zurückzuführen. Mittlerweile verschwimmen natürlich rechts und links die Dringlichkeit lebensbedrohlichen Fälle immer mehr. Patienten und Patienten nehmen sich selbst als lebensbedrohlicher Fall wahr, sodass wir ja seit vielen Jahren beobachtet haben, dass die Fälle in den Notaufnahmen zugenommen haben. Die drei Bereiche, niedergelassene Ärzte, kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst und Notaufnahmen der Kliniken, sind zu separiert in Deutschland und müssten stärker integriert werden. Wir haben steigende Inanspruchnahmen, die auch durch diese Desintegration unter anderem zustande kommen, durch fehlende Patientensteuerung. Und wir haben eine Kette finanzieller Fehlanreize. Ja? Um nur eine zu nennen, die
RTW-Transporte bekommen ja in der Regel, je nach Bundesland, kein Geld für Leertransporte. Dadurch sind es mehr Patienten, die in die Rettungsstellen kommen. Und natürlich dadurch auch mehr Aufnahmen zusätzlich ist es natürlich so, dass das Differential zu groß ist zwischen einer DRG und einer Ambulanzpauschale, so dass hier natürlich auch finanzielle Anreize bestehen. Es gibt wenig bis gar keine finanziellen Anreize zur Kooperation zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Und die derzeitige Organisation der Notfallversorgung, da sind sich ja die meisten einig, ist nicht bedarfsgerecht und führt zu einer Fehlallokation von Ressourcen in Deutschland. Die Entwicklung der Notfallversorgung ist hier dargestellt. Wir konnten sehen in den letzten Jahren, dass die Zahl der ambulanten Fälle in den Notaufnahmen sich leicht stabilisiert hat und mittlerweile nicht mehr so stark ansteigt, wie wir das vor einigen Jahren beobachtet haben. Dennoch ist sie natürlich angestiegen und es gibt die aufgezeigten Probleme, die ich sagte. Die Zahl der stationären Notfälle ist seit 2013 substanziell angestiegen. Und wir haben vor allen Dingen natürlich einen sehr starken Anstieg bei den Einsätzen mit Rettungswagen. Auch der ambulant-ärztliche Bereitschaftsdienst, der EBD, ist mittlerweile, dort sind die Zahlen mittlerweile gestiegen, nachdem ja einige KVen auch substanzielle Reformen durchgeführt haben, unter anderem auch hauptamtliche Ärzte für den ärztlichen Bereitschaftsdienst angestellt haben, sodass auch hier schon eine Entwicklung sichtbar ist. Insgesamt, das hatte ich schon gesagt, haben wir in Deutschland einen hohen Anteil stationärer Aufnahmen aus den Notaufnahmen, deutlich höher als in anderen Ländern. Obwohl ja in Deutschland im ambulanten Sektor die Wartezeiten so gering wie nirgendwo auf der Welt sind. Das sehen wir immer wieder bei internationalen Vergleichen. Das heißt also, hier kommen ganz verschiedene Gründe natürlich zusammen, hohes Anspruchsniveau denken. Wir haben ja in Deutschland einen fast unbeschränkten Zugang zu stationären Leistungen, was ganz anders ist als in den allermeisten auch europäischen Ländern. Und natürlich auch die rechtliche Unsicherheit spielt natürlich eine große Rolle. Das haben uns damals, als wir dieses Gutachten im Sachverständigenrat gemacht haben, auch viele gesagt aus Notaufnahmen, dass natürlich die rechtliche Unsicherheit da schwierig ist, geändert werden müsste, gerade im Unterschied zu anderen Ländern. Und natürlich auch die finanziellen Anreize spielen hier an dieser Stelle eine Rolle. Dieses Differential, das ich schon sagte, zwischen der Ambulanzpauschale und der DRG und einer DRG ist einfach zu groß in Deutschland und größer, als es in anderen Ländern der Fall ist. Welche Lösungsvorschläge möchte ich gern präsentieren? Wie gesagt, die haben wir entwickelt, kann man im Gutachten des Sachverständigenrates nachlesen. Wir schlagen vor, ein integriertes Notfallzentrum an ausgewählten Krankenhäusern einzurichten. Insgesamt sollte man vorweg sagen, die Zahl der Notaufnahmen in Krankenhäusern deutlich verringert werden. Und das ist natürlich ganz wichtig zu sagen. Also es sollte nicht so sein, dass wir jetzt ganz viele Notaufnahmen haben und dann darunter, welche sind mit INZ und ohne INZ. So war das Konzept des Sachverständigenrates nicht gedacht, sondern es soll nur noch INZs geben, sonst keinerlei Notaufnahmen. Und in Deutschland haben wir ja sehr, sehr viele Standorte für Notaufnahmen, viel zu viele. Die müssten eben entsprechend deutlich zentralisiert werden. Und dann hätte man natürlich auch genügend Personal für die INZs und könnte hier natürlich auch, hätte natürlich entsprechend darauf deuten, alle Studien international hin, auch gerade bei Schlaganfall, Herzinfarkt, dass wir hier zu einer höheren Qualität der Versorgung kommen könnten. Die INZs sollten so beschaffen sein, dass sie eben eine eigene wirtschaftliche Einheit bilden, dass ärztlicher Bereitschaftsdienst und die zentrale Notaufnahme hier in zusammenarbeiten, einen gemeinsamen Tresen haben, bei der die Triage gemeinsam durchgeführt wird. Und sollten diese natürlich auch räumlich integriert sein. Das heißt, es sollte idealerweise so sein,
unbedingt so sein, dass man als Patient an diesem Tresen in einem Gebäude dann nach links in den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder nach rechts in die zentrale Notaufnahme geschickt wird und man als Patient gar nicht unbedingt merkt, in welchen Bereich man nun geht. Natürlich sollten diese Bereiche auch durchlässig sein. Das heißt, es kommt natürlich auch vor, das wissen wir ja auch aus Standorten, die das schon so in ähnlicher Form praktizieren, dass dann die Patientin unter Umständen vom ärztlichen Bereitschaftsdienst in die zentrale Notaufnahme geschickt werden oder umgekehrt, wenn sich bei der Triage herausgestellt hat, dass man eben doch in den jeweiligen anderen Arm gehen sollte. Ganz wichtig zu sagen ist, dass die integrierten Leitstellen eine ganz andere Funktion bekommen sollen, als sie es derzeit haben. Die integrierten Leitstellen sollen dann auch in der Lage sein, also alle Patientinnen und Patienten sollten dort anrufen und außerhalb der normalen Praxisöffnungszeiten. Und diese Leitstellen sollten integriert sein mit der derzeitigen 116, 117. So dass die integrierte Leitstelle dann vollumfänglich beraten kann und entscheiden kann, wo ist, in welche bedarfsgerechten Strukturen wird ein Patient zugeführt. Das heißt also, die Leitstellen sollen befähigt werden, auch zum Beispiel Hausarzttermine einzubuchen. Ja, das gibt es ja auch schon in einigen KV-Regionen, wird das jetzt eingeführt. Dann können Sie natürlich je nach KV-Region einen ärztlichen Bereitschaftsdienst rausschicken oder auch einen Termin in einem INZ machen für Patientinnen und Patienten oder natürlich auch den RTW rausschicken mit oder ohne Notarzt. All diese Möglichkeiten gibt es für die integrierte Leitstelle und wir wissen aus anderen Ländern, wir haben uns das auch angeschaut als Sachverständigenrat, dass das eine deutliche Wirkung entfalten kann und die Zahl der Patienten, die dann tatsächlich in einem INZ erscheinen, deutlich reduzieren kann, wenn diese integrierte Leitstelle tatsächlich wirklich vollumfänglich befähigt wird und wenn natürlich auch bekannt ist, dass alle möglichst dort anrufen und nicht direkt in das INZ gehen. Da wäre auch die Möglichkeit, dass man hier Anreize schafft und eben tatsächlich die Patienten, die dann einen Termin haben, dass die dann natürlich die keinen Termin haben und dann einfach per Walk-in kommen, dass die entsprechend, wenn sie kein sehr dringlicher Fall sind, kein lebensbedrohlicher Fall sind, entsprechend auch länger warten müssen, so wie es zum Beispiel ja in Dänemark der Fall ist. Nochmal, die integrierten Leitstellen sollten natürlich so ausgestattet sein, wie wir das auch aus anderen Ländern kennen. Sie sollten auch mit Algorithmen arbeiten, auch horizontal integriert werden. Bisher ist das ja eine ziemliche Kleinstaaterei mit den Landkreisen und es kommt immer wieder natürlich zu großen Problemen zwischen den Landkreisen, an den Schnittstellen, zwischen unterschiedlichen Leitstellen. Also das hier sollte eine deutliche Integration stattfinden. Die INZs sollten gestuft werden, also nach einem Stufenkonzept folgen, was auch für die Vergütung wichtig sein wird. Das heißt also, je nachdem natürlich, wie sie ausgestattet sind, wir schlagen 3 Stufen vor, aber tendenziell, man kann natürlich theoretisch auch noch mehr Stufen andenken. In der höchsten Stufe sollten natürlich Universitätskliniker Maximalversorger sein, die dann auch die Vollausstattung haben mit Stroke Units und allem, Chest Pain Units, alles haben, was tatsächlich eben für Maximalversorger notwendig ist. Und hier muss man ganz klar sagen, gibt es natürlich auch gute Evidenz, dass man, gerade im Falle von Schlaganfällen zum Beispiel, dass längere Transportwege tatsächlich zu einem INZ dann auch zu einer besseren Versorgungsqualität führen. Bei der Patientensteuerung gibt es eine ganze Menge an Aspekten zu beachten. Natürlich noch mehr als hier auf dieser Folie stehen. Die ist, wie gesagt, ganz zentral in diesem Konzept. Denn wir gehen davon aus, wenn diese Patientensteuerung, wenn die Leitstellen wirklich befähigt sind, die Patienten zu steuern in Deutschland, dass wir deutlich weniger Patientinnen und Patienten in den Notaufnahmen, dann INZs, ja haben werden. Zu der Finanzierung der integrierten Notfallzentren. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, denn wenn wir die Versorgung integrieren, muss die Finanzierung auch dieser integrierten Versorgung folgen.
Und da schwebt uns vor, dass Kassen und PKVen direkt an ein integriertes Versorgungszentrum INZ zahlen. Das INZ ist, wie gesagt, eine eigenständige organisatorische und wirtschaftliche Einheit an Krankenhausstandorten angesiedelt. Und die Kassen und PKVen zahlen diesen INZs, kompensieren diese INZs direkt. Ja? Und im Binnenverhältnis, das heißt also intern, kompensiert das INZ dann die Leistungen der Krankenhausnotaufnahme sowie des ärztlichen, kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes. Das heißt, die, weil das auch oft eine Frage ist, die uns gestellt wird, die, für die Ärzte in der Krankenhausnotaufnahme ändert sich durch das INZ, dadurch, dass das INZ eine eigenständige wirtschaftliche Einheit wird, im Grunde nichts. Ja? Denn man sich mehr tatsächlich um das Feld kümmern kann, indem man tatsächlich Expertin oder Experte ist, nämlich die tatsächlich eher lebensbedrohlichen Fälle, die dann nachher potenziell auch stationär aufgenommen werden. Das heißt also, das INZ ist im Grunde eine virtuelle Hülle, innerhalb derer sich dann Ärzte des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes und natürlich sonstiges Personal sowie die Krankenhausnotaufnahme befinden. Trägerschaft und Betrieb des INZ würde von KV und Krankenhaus gemeinsam erfolgen. Und der Finanzierungstopf, der hierfür notwendig wäre, müsste, also ein eigener Finanzierungstopf würde geschaffen werden und der würde aus ambulanter und stationärer Versorgung, würde natürlich Geld herausgelöst werden, sodass dieser integrierte Finanzierungstopf bereitsteht und dann das INZ entsprechend finanziell kompensieren kann. Das Vergütungsmodell würde so aussehen, dass es eine sektorübergreifende Grundpauschale für alle Vorhaltekosten plus Vergütung je Fall gibt. Eine Grundpauschale würde sich nach den Stufen richten. Natürlich müsste ein Maximalversorger mit in der höchsten Stufe sein und auch entsprechend eine höhere Grundpauschale bekommen. Denn eins ist, denke ich, klar, die Finanzierung kann nicht nur der Zahl der Fälle folgen. Ja? Das, so wie das derzeit ist mit der Ambulanzpauschale. Das heißt, je mehr Fälle ich mache, desto, oder umgekehrt, ich muss ganz viele Fälle machen, um meine gute Ausstattung im INZ zu refinanzieren, das ist kein Konzept, was nachhaltig ist. Ja, deshalb brauchen wir eine Grundpauschale, die relativ großzügig bemessen ist, die nach drei Stufen tatsächlich schon einen Großteil dieser Vorhaltungen an dieser Stelle finanziell kompensiert. Und dann zusätzlich on top muss es eine Pauschale pro Fall geben, die aber dann unabhängig von Fallschwere und Ort der Leistungserbringung ist. Wir halten es nicht für sinnvoll, hier tatsächlich wieder ein erneutes DRG-System aufzuziehen, was dann wieder zu einer sehr starken Fallabhängigkeit führt und zu Upcoding und so weiter. Das halten wir an dieser Stelle hier nicht für sinnvoll und kennen wir auch aus den anderen Ländern in der Regel nicht. Das heißt, nur wirklich eine Pauschale pro Fall, die unabhängig ist von Fallschwere und Ort der Leistungserbringung. Und dann sollte es noch Zuschläge natürlich geben für eine Beobachtung über Nacht, die dann auch entsprechend die Strukturen befördert, dass es ja zunehmend auch Beobachtungsstationen gibt, so wie wir das auch aus dem Ausland kennen. Und das heißt, dass das INZ dann, wenn Sie so wollen, auch eigentlich eine eigene bettenführende Einheit an dieser Stelle ist für Beobachtungsfälle, die dort in dem INZ auch besser aufgehoben sind als auf spezialisierten Stationen. Die Finanzierung des Rettungsdienstes sollte auch umgestellt werden. Der Einsatz selbst sollte honoriert werden und nicht nur der Transport, sodass der Anreiz nicht so hoch ist. Das wissen wir auch aus Gesprächen mit Rettungsdiensten, dass das natürlich ein massiver Fehlanreiz im deutschen System ist, dass die Rettungsdienste immer eine weitere Leistung induzieren müssen und somit natürlich ganz viele Patientinnen und Patienten in die Notaufnahmen kommen, die dort eigentlich nicht hingehören. Nochmal die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Unser Vorschlag ist, integrierte Leitstellen einzurichten mit einer Terminvergabe für INZs und Hausärzten und natürlich ärztlichen Bereitschaftsdienst.
Das heißt, hier eine wirklich vollumfängliche integrierte Leitstellen zu schaffen, die einen ganz wichtigen Stellenwert bekommen in Zukunft in der Steuerung von Patienten in der Notfallversorgung. Der Rettungsdienst sollte ein eigenständiger Leistungsbereich werden, um Fehlanreize zu vermeiden und auch natürlich um den Status von Rettungsdiensten einfach zu erhöhen an dieser Stelle. Das ist natürlich auch ganz wichtig für die Gewinnung von Personal an der Stelle. Auch das wissen wir aus den anderen Ländern, in denen ja zum Beispiel Paramedics eine wesentlich größere Rolle spielen als in Deutschland vom Status her. Die Zentrenbildung nach einem Stufenkonzept schlagen wir vor, und diese Zentrenbildung würde dann entsprechend auch die Vergütung würde auch dieser Zentrenbildung folgen und ein integriertes Notfallzentrum als zentrale Anlaufstelle mit eigener Vergütung und so einer deutlichen Aufwertung der derzeitigen Notaufnahmen in Krankenhäusern. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Das Gutachten können Sie natürlich mit dem genauen Konzept können Sie natürlich auf der Seite des Sachverständigenrates nachlesen. Ja, lieber Herr Schalk, tausend Dank für diesen wirklich schönen Vortrag, der das nochmal alles dargestellt hat. Da sind ja ein paar Fragen aufgelaufen. Eine hatten Sie schon beantwortet. Gleich vorab möchte ich mal eine ganz wichtige Frage stellen. Das haben Sie irgendwie umschifft in Ihrem Vortrag. Es ist ja ein neuer Sektor, sage ich mal so, der da ja geschaffen wird. Und wer soll denn in dem neuen Sektor den Hut aufhaben? Wir haben immer Ihr schönes Modell gesehen, wo das Krankenhaus rechts steht, links steht dann die kassenärztliche Versorgung. Und dann haben wir dieses neue Konstrukt. Aber wer wird denn in diesem Konstrukt tatsächlich die inhaltliche Vorgabe machen, nach Ihrer Meinung? Ja, also dass es ein neuer Sektor ist ein Missverständnis. Dann wäre besondere Versorgung nach 140 auch ein eigener Sektor. Da wird ja auch bereinigt. Also als eigenen Sektor würde ich das nicht sehen. Das ist eine eigene Finanzierung, die aus der anderen Finanzierung herausgetrennt wird. Und nach unserem Konzept ist es ja so, dass das ist ja gerade das Kernkonzept, dass beide zusammenarbeiten, ja, Krankenhaus und KV an dieser Stelle. Und nicht nur KV, das ist oft ein Missverständnis, auch von Herrn Leber offensichtlich, der von einem Containerriegel sprach. Das ist ein Missverständnis. Das ist nicht das Konzept. In dem INZ ist ja gerade das Wichtige, dass beide zusammenarbeiten. Und es sind auch keine neuen Ärzte, die irgendwie von außen kommen, an dieser Stelle irgendwie notwendig, die da eine Übernahme machen oder so, sondern es ist ja so, dass im Grunde die bisherige Notaufnahme als Notaufnahme verbleibt. Sie wird dann nur in das INZ integriert, in dem eben dann noch die KV-Bereitschaftspraxis hinzukommt. Dieses Konzept gibt es ja schon an einigen Standorten. Nur an zu vielen Standorten ist es so, dass die KV-Praxis irgendwo sitzt auf dem Krankenhauscampus und, wie uns ganz oft beschrieben wurde, die Patientinnen und Patienten dann vorbeigehen, weil sie eben doch in die Notaufnahme wollen. Deswegen ist das ganz wichtig, das an dieser Stelle auch räumlich zu integrieren. Gut, jetzt haben wir die räumliche Integrierung ganz kurz. Und ich muss da nochmal nachpacken, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie wissen, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung schon ihre Vorstellung hat, wie man die Risikostratifizierung vornimmt. Und da gibt es ja klar andere Vorstellungen, wie die Krankenhäuser machen. Wenn wir jetzt in einem Krankenhaus sind, die KV, die sind ja jetzt schon zum Teil zusammen, ja. Und die KV hätte jetzt beispielsweise hier die Hoheit und könnte nach ihren Vorstellungen, ihr System, was sie aus der Schweiz importiert hat und jetzt anwenden will, auf die Krankenhausbedingungen übertragen, würde sie ja in den Inhalt und auch die Abläufe eingreifen. Ist das aus Ihrer Sicht richtig? Denn da stellt sich wirklich die Frage, wer wird an dieser Stelle den inhaltlichen Hut aufhaben? Den inhaltlichen Hut. Ja, also unser Konzept sieht ja vor, dass es einen gemeinsamen Tresen gibt im INZ. So, und da wird erstmal grundsätzlich entschieden, in welche Richtung die Patienten gehen. Links in die eigentliche Notaufnahme des Krankenhauses, rechts in die KV-Notfallpraxis. Und diese Problematik, die große Problematik, stellt sich aus meiner Sicht gar nicht. Deswegen ist das, also ich sehe dieses große Problem gar nicht, denn unser Konzept sieht ja vor, dass das durchlässig ist. Das heißt, natürlich wird es vorkommen, das ist ja jetzt auch schon so, dass die Patienten dann nach der initialen Triage in die falsche Richtung geschickt werden. Und dann müssen sie natürlich wieder in den anderen Arm gehen. Aber diese Problematik der Deutungshoheit sehe ich nicht, denn die Interessen sind ja am Ende gleichgerichtet, ja.
Sie möchten weniger Patientinnen und Patienten haben, die nicht wirklich in die Notaufnahme gehören. Und die KV hat ja kein Interesse, den schweren Schlaganfall in ihren Arm zu bekommen. Das ist. Herr Leber hat einen Redebeitrag. Vielen Dank erstmal. Ja, ich glaube, in vielen Punkten gibt es ja Einigkeit. Man braucht eine KV-Notdienstpraxis im Eingangsbereich des Krankenhauses. Man braucht einen gemeinsamen Tresen. Gemeinsamer Tresen heißt, dass vom Krankenhaus und von der KV dort entsprechendes nichtärztliches Personal zusammengeführt wird. Ob man jetzt darüber hinaus, ich sage nochmal, überall 2000 GmbHs gründet oder 1000 oder wie auch immer, da haben wir große Schwierigkeiten. In der Gesundheitsökonomie gibt es auch den Begriff der Pfadabhängigkeit. Dieses ist auf keinen Fall ein deutscher Pfad, sondern ist etwas Neues. Und man muss überlegen, wie funktioniert das Ganze eigentlich, wenn die nicht mehr dieses harmonische gemeinsame Interesse hat, sondern wenn eine Notfallambulanz irgendwie eigene Interessen entwickelt, in welche Richtung auch immer. Und man muss vor allen Dingen klären, wie funktioniert das eigentlich, wenn das Krankenhaus und die KV nicht wollen. So, Sie gehen immer davon aus, dass die alle begeistert in so eine Integration gehen. Nein, die Krankenhäuser wollen die KV nicht davor haben und die KV wollen nicht die Krankenhäuser, wollen nicht die Ärzte aus ihrer Privatpraxis abziehen und die dort hineinsetzen. So, das heißt also, wir haben gewaltige Schwierigkeiten, das auf den Weg zu bringen. Herr Schalk. Ich sehe es, also im Prinzip stimme ich mit Ihnen überein, nur beim letzten nicht. Ich sehe es genau umgekehrt. Bei denjenigen, die bisher ein Interesse haben an der Zusammenarbeit, die arbeiten ja auch jetzt zusammen. Da gibt es viele Beispiele in vielen Bundesländern. Es ist ja nicht so, dass es jetzt überall schlecht ist. So, und an den Standorten, an denen es eben nicht klappt, und da sind das übrigens, ist das nicht unbedingt immer die eine Seite oder die andere, aber das hatten Sie ja auch angedeutet, sondern mal möchte die KV nicht, mal hat das Krankenhaus aus bestimmten Ursachen kein Interesse. Also das ist sehr unterschiedlich. Und das Konzept ist ja gerade dafür gedacht, dass es im Grunde die Akteure zwingt, zusammenzuarbeiten an den Standorten, an denen das bisher freiwillig nicht funktioniert. Das ist natürlich ein starker Eingriff, ein starker regulativer Eingriff, das ist vollkommen klar. Und diese gemeinsame organisatorische und wirtschaftliche Einheit sorgt dafür, dass die Interessen gleichgerichtet sind. Denn auch das ist übrigens eine Rückmeldung, die wir von sehr gut funktionierenden Standorten auch bekommen haben, die sagen, ja, aber die Finanzierungsströme machen uns Mühe. Natürlich auch noch andere Dinge wie Datenaustausch und so, klar. Aber die Finanzierungsströme machen uns Mühe. Es wäre besser, wenn wir ein Budget hätten. Das haben wir ganz oft als Rückmeldung bekommen. Deswegen halte ich es für sehr sinnvoll, tatsächlich eine wirtschaftliche Einheit zu gründen. Und das kann durchaus natürlich eine GmbH sein oder eine Tochtergesellschaft, an der dann das Krankenhaus genauso wie die KV beteiligt ist. Aber das kann natürlich in unterschiedlichen Anteilen erfolgen. Also das ist, denke ich, sollte man flexibel gestalten. Ja, spannende Diskussion. Andreas Markewitz hat auch eine Frage. Ja, ich halte das organisatorisch auch für schwierig, insbesondere bei den noch nicht vorhandenen strukturellen und digitalen Voraussetzungen. Aber es ist ja immerhin mal ein schönes Modell. Was mich interessieren würde, ist, dieses Modell hängt davon ab, dass ich einen qualifiziertes Tresenpersonal habe und dass ich darüber hinaus in der integrierten Leitstelle auch qualifiziertes Personal habe. Und das muss man klar definieren, das ist nicht definiert, weil wir wollen ja die Qualität der Verbesserung, die Qualität der Versorgung ja eigentlich verbessern und vereinfachen. Und da sehe ich im Augenblick noch einen ganz großen Definitionsbedarf. Und wenn wir das richtig definiert haben, dann sehe ich einen großen Personalbedarf, wo ich mir noch nicht ganz genau vorstellen kann, wo der herkommen soll. Ja, vielleicht fangen wir mit dem letzten Punkt an, mit dem Personalbedarf, gerade für den Tresen und für den, und zum Beispiel wird immer gesagt, naja, wo soll denn das Personal für den Arm des ärztlichen Bereitschaftsdienstes herkommen? Das ist tatsächlich so, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel mit Schleswig-Holstein sprechen, die das ja schon an einigen Standorten recht weitestgehend umgesetzt haben, dass die selbst überrascht waren, wie viele Bewerbungen sie bekommen haben. Denn das ist tatsächlich so ein INZ oder der Arm der Bereitschaftspraxis ist natürlich oft durchaus ein interessantes Modell für viele
Es treten durchaus viele Leute dort auf, die dann, die normalerweise sich gar nicht am Arbeitsmarkt, die normalerweise gar nicht am Arbeitsmarkt auftreten würden. Beispielsweise gibt es Teilzeitjobs, die man dort gut machen kann, was sonst zum Beispiel eher vielleicht schwierig ist in einem normalen Krankenhaus. Das heißt also, die Erfahrung der KV Schleswig-Holstein zeigt, dass man da offensichtlich sehr gut Personal rekrutieren kann. Und auch für den Tresen ist es so, dass uns Schleswig-Holstein, Thüringen war es, glaube ich, auch beschrieben hat, das ist ein sehr interessantes Jobprofil, so dass ich hier nicht so die großen Personalprobleme sehe an dieser Stelle. Reimer Riesen hat die wahrscheinlich Frage, eher dann in der klassischen Krankenhausnotaufnahme, aber das haben Sie ja derzeit auch, denke ich. Aber das können Sie besser beurteilen. Reimer Riesen. Naja, auf einen Aspekt möchte ich noch hinweisen, den man, glaube ich, bei der Planung berücksichtigen sollte. Auf der einen Seite macht es natürlich Sinn, große Notfallzentren vielleicht zu haben, wo man gerade wenn man in Ballungsräumen viele Kliniken hat. Es kann aber sein, wenn man es sehr stark zentralisiert, dass die stationären Kapazitäten an diesen Kliniken dann nicht mehr ausreichen, um diese Notfallpatienten dann auch stationär aufzunehmen. Das ist häufig jetzt schon ein Problem an diesen Kliniken, dass sie dann so ein Crowding bekommen in diesen großen Notaufnahmen. Und das setzt natürlich die Effizienz dieser Notaufnahmen nochmal erheblich runter. Also das muss man mit berücksichtigen, wenn man gerade mit der KV jetzt verhandelt, die natürlich möglichst wenig solche INZs haben möchte, dass man auch die Kapazitäten an den Krankenhäusern sich sehr genau anschaut, gerade wenn die Krankenhäuser dann natürlich auch die Rolle haben, die ganze Spezialversorgung zu machen, die Schwerstkranken, auch elektiven Patienten versorgen, wie zum Beispiel Unikliniken. Und da muss man dann Kooperationen, glaube ich, aufbauen, dass Patienten zwar in dem INZ erst versorgt werden, aber dann zur weiteren stationären Versorgung an andere Kliniken ohne INZ, geriatrische Kliniken, also kooperierende Kliniken verlegt werden. Sonst wird das, glaube ich, nicht aufgehen. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das hat Implikationen, das sage ich ja auch immer, bei der Notfallversorgung, das hat wichtige Implikationen für die Krankenhausstruktur. Das hat eine sehr krankenhausstrukturverändernde Wirkung, diese Struktur der Notfallversorgung. Ich bin ja immer noch guter Hoffnung, dass wir diese Reform sehen, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz in dieser Legislaturperiode, wobei ja angekündigt wurde, dass noch weitere Schritte kommen, aber mal sehen. Aber Sie haben vollkommen recht. Also gerade für große Krankenhäuser, das wissen wir auch aus anderen Ländern, hat das strukturverändernde Wirkung. Und ich glaube, gerade auf dem Land muss man auch über andere, flexiblere Dinge nachdenken. Da gibt es ja auch zum Beispiel von einigen Kollegen von Ihnen dieses Modell zum Beispiel der Stadtteilklinik in Hamburg, was ja auch im Süden Deutschlands in ähnlicher Weise umgesetzt wird, dass es eben dann dort nur sozusagen Notaufnahmen gibt, die dann eher mit einer angeschlossenen Kurzzeitpflege, die dann eben speziell geriatrische Patienten aufnehmen. Mhm. Und weil eben da doch durchaus ein höherer Bedarf ist, dann auch wenn vielleicht diese Notaufnahme irgendwo auf dem Land nicht mehr in voller Gänze so als Notaufnahme diese Funktion hat. Lieber Herr Schreiber, es gibt jetzt noch, wir sind zwar ein bisschen drüber, aber es ist so spannend, die Diskussion, deshalb will ich sie jetzt nicht beenden. Da sagt Frau Dr. Martina Höpfel, sie sagt, die Notaufnahme hat 24 Stunden offen. Wie lange hat die KV-Praxis abends und in der Nacht offen, beziehungsweise die Kollegen, die von der KV dort reingesteuert werden? Ja, das ist natürlich, muss so sein, dass in einem großen, das kommt auf die INZ-Stufe an, aber in einem großen INZ bei dem Maximalversorger muss das natürlich so sein, dass die KV, der KV-Arm des INZ auch 24 Stunden offen hat. Sonst macht das ganze Konzept keinen Sinn. Norbert Pfeiffer fragt, wir haben einen gemeinsamen Tresen, schon die Software der KV SMET ist ungeeignet. Gut, also das würde ich jetzt anders sehen, also dass die Software ungeeignet ist. Man kann darüber streiten, wie sie eingesetzt wird, ja. Wobei ich ehrlich gesagt diese Diskussion um die Software für etwas übertrieben halte, weil dahinter steckt natürlich auch ein bisschen die Frage, wer hat jetzt die Deutungshoheit? Und da sehe ich keinen wirklichen Interessenskonflikt. Ja, die KV hat kein Interesse, irgendwie die Patienten mit schweren Verläufen in ihren Bereich zu steuern. Also die Frage ist nur, wie kann ich das System und auch die Software so adaptieren, dass es dann für beide akzeptabel ist? Ich glaube, da werden sich Lösungen finden.
Dann kommt noch eine Frage, genau, das geht nochmal ins Personal. Wer geht denn jetzt ins INZ? Sie hatten so über gute Arbeitszeitmodelle nachgedacht. Ärzte, die sonst nicht am Arbeitsmarkt auftreten, fragt Herr Pfeiffer, Vollfer, Qualifikationszusatz, Weiterbildung, Notfallmedizin. Welche Qualifikation sollten denn die Ärzte haben, die dann am interdisziplinären Notfalltresen sitzen? Also am Tresen, da ist natürlich... Das haben wir ja auch von Ihnen gespiegelt bekommen aus dem Verband. Da, also die Triage wird ja jetzt nun in Krankenhäusern überwiegend von weiterqualifiziertem Pflegepersonal durchgeführt. Und das wird sicherlich auch so sein, dann in dem IEZ, dass man dann eben Pflegepersonal mit Zusatzausbildung dort einsetzen würde. Also MFAs, die auch die Notfallausbildung haben zum Beispiel. Genau. Wie die ja, okay, das ist interessant. Genau. Und die Ärzte, welche Qualifikation sollen die Ärzte, die im KV-Bereich arbeiten, haben? Ja, da gibt es ja in Schleswig-Holstein dieses Modell, dass die eben eine Zusatzausbildung haben. Die sind die, und das ist, glaube ich, diese dreimonatige Zusatzausbildung, ne? die es gibt, oder? Die diese Ärzte zusätzlich haben. Klar. Wir haben ja eine Zusatzweiterbildung akuten Notfallmedizin, die jetzt in der neuen Weiterbildungsordnung verankert ist. Aber da wird ja noch drüber zu reden sein, wie die Qualifikation der Ärzte ist, glaube ich. Genau, also das haben wir jetzt nicht festgelegt, aber also ich kann nur sagen, wie die das in Schleswig-Holstein machen. Da haben die Ärzte, die dort arbeiten, ja. Tatsächlich diese Zusatzausbildung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt 18.06 Uhr, wir haben überzogen, aber Sie merken, das ist wirklich ein super spannendes Thema und wir steuern hier auf umfassende Reformen zu, die, das haben wir heute gelernt, unvermeidlich sein werden. Wie sie dann auch immer ausfallen werden. Wir haben ja über Reimer Riessen einiges zu seinen Ideen gelernt. Herr Leber hat auch sehr umfassend eigentlich das ganze Krankenhaussystem einfach nochmal durchleuchtet, hat sehr interessante Aspekte dargestellt. Und Sie, lieber Herr Schreik, haben uns nochmal das Konzept, was ja schon relativ weit fortgeschritten ist und verankert ist, uns auch nochmal dargestellt. Wir haben gut diskutiert, wir haben kritisch diskutiert. Es bestehen wirklich noch tausende Fragen. Ich glaube, wir hätten jetzt noch anderthalb, zwei Stunden miteinander sprechen können. Ich darf Ihnen allen, die jetzt uns zugehört haben, wir haben immerhin, glaube ich, spitzenmäßig 60 Leute in dieser Abendsession gehabt. Das freut uns sehr. Ja, ich darf den Referenten natürlich an dieser Stelle ganz, ganz besonders herzlich danken, dass sich die viele Mühe gemacht haben, hier zu sprechen, zu diskutieren und darf auch das letzte Wort an Andreas Markewitz übergeben und mich zunächst mal von Ihnen verabschieden. Andreas, du hast das letzte Wort. Du musst das Mikro einstellen. Mikro. Ja, Entschuldigung, wenn jemand etwas so schön zusammenfasst wie du, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Es war eine hochinteressante Sitzung, die auch gezeigt hat, wo, sagen wir mal, auch noch Informationslücken von der einen oder anderen Seite bestehen, sodass wir auch aufgefordert sein werden, hier noch ein bisschen nachzubessern in unserer Öffentlichkeitsarbeit, um das Ganze noch zu einem Konstrukt dann zusammenzufügen in den diversen Bereichen, die tatsächlich dann auch eine bessere Qualität haben und vor allen Dingen funktionieren werden. Insofern danke auch ich allen Referenten. Das war ein spannender Einblick in viele Bereiche und für, denke ich, viele von uns ein Informationszuwachs. Und jetzt wünsche ich einen wunderschönen Abend, egal wo Sie jetzt sind, in der gesamten Republik und freue mich auf ein Wiedersehen an anderer Stelle mit hoffentlich dann inzwischen eingetretenen Fortschritten. In diesem Sinne, tschüss. Danke.